Wohlfühl-Quickie Nummer 3, wieder mit Doris und Philipp. Heute Gegenverspannung, Ischias, unteren Rücken, ein bisschen Po-Muskulatur. Auch hier, ihr schnappt euch einen Stuhl oder Hocker, stellt das untere Bein, bleibt so, dass der Oberschenkel leicht abschüssig ist, dann legt ihr das Knöchel, den Knöchel des anderen Beines auf das Knie. Und jetzt das Wichtige, Hohlkreuz. Geht ins Hohlkreuz, wenn ihr es nicht erreichen könnt, Doris, legt mal ein bisschen zurück. Genau, voll ins Hohlkreuz gehen, haltet das Hohlkreuz. Auch wenn ihr jetzt langsam nach vorne zieht, wenn der Rücken rund wird, geht die Dehnung raus. Das heißt, haltet das Hohlkreuz. Hier Rücken ein bisschen länger halten, ich sag mal 30, 40 Sekunden pro Seite. Macht das Ganze zweimal jeweils. Wir wechseln gleich nochmal. Gut. Genau, einmal das Bein wechseln. Und wie gesagt, Hohlkreuz halten, sonst habt ihr da nicht die Dehnung, die wir wollen. Lehnt euch erstmal ein bisschen zurück, um ins Hohlkreuz zu kommen. Jawohl. Und jetzt ziehst du sanft nach vorne. Das Becken muss immer mitkippen. Wenn das Becken hinten stehen bleibt, wird der Rücken rund. Da ist die Dehnung raus. Sehr gut. Und entspannt durchatmen. Wenn die Spannung besser wird, ziehst du weiter nach vorne. Und das, wie gesagt, unsere Lieblingsübung, um hinten aus dem Ischias-Bereich ein bisschen Spannung rauszunehmen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.